Disclaimer. Die Darstellung von Haien in diesem Spiel entspricht nicht der Wahrheit. Der Mythos vom Menschenfresser hält sich leider hartnäckig, obwohl Meeresforscher und Tierschützer seit Jahren versuchen, über die Tiere aufzuklären. In der Regel halten sich Haie von Menschenstränden fern und attackieren nur, wenn man in ihr Revier eindringt oder sie einen Menschen mit einem Beutetier verwechseln. Menschen gehören nicht auf den Speiseplan von Haien. Daher lassen Haie nach einem Biss meist schnell von besagten Menschen ab. Durchschnittlich sterben pro Jahr mehr Menschen durch Kuhangriffe als an Haien. Mo. Danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit, ja, diesem sehr sonderbaren Spiel. Was in dieser Folge geschehen wird. Es ist so geil einfach, wie wir hier am Sonnen sind. Oh, guck mal. Ich komme. Was ist mit diesem Spiel? Was will dieses Spiel sein? Willkommen bei einer neuen Folge. Pia spielt Computerspiele, die alle anderen schon vor 2 Jahren gespielt haben, außer Pia. Deswegen schauen wir uns heute das Hai-Spiel an. Und wie könnte es anders sein? Aber es geht darum, Menschen zu essen. Schon wieder. Ich habe ganz frech vorhin schon mal das Tutorial durchgespielt und bin quasi jetzt ganz am Anfang. Eine eigentümliche biologische Anpassung ermöglicht dem Bullen das Überleben im Süßwasser. Warte mal, hat er uns gerade erklärt, warum wir als Hai im Süßwasser überleben? Okay, ich krieg den einfach nicht. Oh, wir haben ein bisschen was gefressen und sind dadurch gewachsen. Oh, Babyschildkröte, lecker. Ach, wir sehen eigentlich echt süß aus gerade. Ach, wie cute. Wir sind eigentlich ein echtes Süßi. Das ist ein Unterwasserfriedhof. Oh lol, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen Fische spontan umgezogen sind, seitdem wir hier unterwegs sind. Wir sind zu schwach, um auszubrechen. Das heißt, wir müssen jetzt in diesem Sumpf hier erstmal größer werden, wie es aussieht. Ach, ich glaube, wir müssen da sowieso auch langlaufen. Kann das sein? Wildtiere können feindselig sein. Weiche aus, um ihren Angriffen zu entkommen. Wenn die Wildtiere leuchten, sind sie verletzlich. Greife an, wenn sie verletzlich sind, um sie zu betäuben. Und ich muss RB drücken. Ey, ich habe überhaupt keine Chance, dass ich das schaffe. Boom! Selbst wenn der Hai halb tot ist, stellt er immer noch eine große Bedrohung für alle Lebewesen dar. Nehme an, es ist Zeit, einen anderen Hai zu finden, oder? Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir auch gejagt werden können. Das war aber auch echt gemein. Der kam halt einfach, ist mein Spiel gerade gecrashed. Der große Fisch taucht in den Ozean hinab. Und tötet eine Schildkröte. Der Hai setzt seine sensenartige Schwanzflosse kreativ ein. Und lässt sie platzen wie eine Nuss, klar. Digga, was? Haben die gerade auf mich geschossen? Ich kann das. Ich weiß nicht, was ich. Okay, ich mach das. Wenn der Ausdruck Skiff gemeinhin für flache, flachbodige Boote wie dieses verwendet wird, könnte es auch ein cooler Spitzname sein. Habe ich den gerade geworfen? Ich habe den gerade geworfen. Flop. Ich habe den gerade geworfen. Da sind ja lauter Menschen. Hä? Was? Was mache ich da? Hä? What the fuck? Ich kann an Land gehen? What? Wie so ein Blob einfach. Okay, ich soll 10 Strandbewohner töten. Wundervoll. Das sind auf jeden Fall großartige Ziele, die hier gesetzt werden. Das ist auf jeden Fall kein moralisch schwieriges Spiel. So wie das hier. Ach, oder ich töte einfach das Boot. Klar, ich bin ein boottötender Hai. Ist sie da runtergefallen? Ich glaube, sie ist runtergefallen. Ja, da ist sie. Ich
Ich habe ihn verloren. Ach, da hinten. Ach, der ist auch schon fast tot. Also, die Tür ist ihm gefallen. Und dann habe ich irgendwo... Ich habe den verloren. Da hinten. Oh, guck mal. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Lup. Lup. Und los. Niemand weiß, wie lange ein Hai an Land überlebt. Wenn dieser nicht ins Meer zurückkehrt, wird er es irgendwann herausfinden. Was heißt hier niemand weiß? Ich bin mir ziemlich sicher, Wissenschaftler wissen, wie lange Haie überleben. Aber gut, wir tun jetzt einfach so, als würde dieses Spiel in irgendeiner Weise funktionieren. Kann ich das überhaupt auf YouTube bringen? Ich glaube, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Altersfreigabe. Oh, oh, okay, es wird langsam kritisch. Wir brauchen langsam wieder Wasser. Ich komme, ich komme, ich komme. Guck mal, wer da kommt, guck mal, wer da kommt. Jawoll! Gehen wir ein bisschen unter Wasser. Erstickt der unter Wasser? Ja. Kann ich Menschen nach Booten werfen? Alter, das ist so brutal. Das ist so brutal. Und jetzt versuchen wir da hochzuspringen, right? Ich krieg das halt irgendwie nicht hin. Also ich glaube, ich sollte erstmal generell wieder unter Wasser gehen und erstmal was essen. Damit ich meine Lebensanzeige wieder fixe. So. Und dann war die Überlegung, Gas zu geben. Immer treffen. Ich spiele keine Spielchen. Den Hai fange ich mir. Diese Zähne. Oh, der Hai wird toll über dem Kamin aussehen. Sieht der etwa mega aus? Warum hast du das getan? Damit ich's beim nächsten Mal erkenne. Der Überlebensinstinkt des Jungtiers setzt ein. Du solltest vielleicht die blöde Kamera. Das ist so ein schlechtes Spiel. Es ist so geil einfach, wie wir hier am Sonnen sind. Weiter, ernst. Wir müssen ernst bleiben. Ich sag's euch ehrlich, ich finde das Spiel echt ein bisschen weird. Oh, ich wurde getreten. Wurde getreten! Lauf! Lauf, 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 lauf! Der Ozean bleibt eine brutale Welt, in der man tötet oder getötet wird. Also ich fand das leichter, als ich groß war. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Das Spiel ist mir jetzt 7-mal gecrashed in dieser Aufnahme. Ja, ich glaube, wir haben genug gesehen.